Ja, Lilo und Lüchen und herzlich willkommen back bei Fallout 4 und hier ist wieder euer LPJ Myers. Und es geht natürlich weiter hier. Wir sind ja in Sanctuary und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Bisschen die alten Sachen wegzuschaffen und Neuaufbau. Mal gucken, wie weit das wir da kommen. So, aber jetzt muss natürlich das Spiel erstmal laden. Und das immer. Gott sei Dank habe ich ja jetzt wieder eine Waffe. Naja, die beste ist es wahrscheinlich nicht, aber egal. So, na du. Jetzt würde ich sagen, fangen wir doch mal an, die ganzen alten Sachen hier wegzubauen, dass wir mal das Ganze alles wiederverwerten, was es zum Wiederverwerten gibt, damit wir anfangen können, alles wieder aufzubauen. Ups, was haben wir da? Ein Toaster? Einen alten Toaster. Dann hier drinnen auch alles. Oh, das ist zum Sammeln, glaube ich. Escape verlassen. Lesen. Also. Aha. Aha. Na denn? Kritische Treffer bei waffenlosen und Nahkampfangriffen versuchen darauf plus 5% mehr Schaden. Ja, cool. Das ist ja schon mal ganz gut. So, Enter nehmen. So, und dann weiter alles auseinanderbauen. Ups, was haben wir da? Eine Dose. Kaffeedose. Die ist grün. Die lassen wir, glaube ich, mal. Das können wir, glaube ich, wiederverwerten. Weiß nicht, ob wir später das noch brauchen. Eine Flasche. Geht es gar nicht, das andere Zeug hier. Der Kühlschrank, den können wir wiederverwerten. Weil wir kriegen nämlich jetzt, glaube ich, so eine komische Aufgabe, wo man hier den Tisch können wir auch lassen, das ist alles ganz. Den Stuhl, den machen wir weg. Aber jo, ich weiß gar nicht, ob man das verschieben kann. Lagern. Ah, Tab, den kann die lagern. Ja, dann. Hocker einlagern, ja, dann den Tisch einlagern. Ja, schön, das ist ja cool, dann kann man das Ganze tatsächlich einlagern. Brauchen wir es nicht extra kaputt machen. Und wir kriegen unseren Platz, aber das ist, der Stuhl ist kaputt. Genau. Den machen wir Wiederverwertung. Der ist auch kaputt. Ja, ach, da kann man den einstellen. Ah, okay. Cool. So, was haben wir sonst noch? Ups. Das Sofa, naja, es schaut, ist jetzt nicht das Beste, aber lagern wir mal ein. Die Lampe lagern wir ein. Ah, wiederverwerten? Naja, machen wir mal wiederverwerten. Einlagern. Das ist kaputt. Verwerten. Holz brauchen wir nachher eh. Den lagern wir ein. Das lagern wir ein. Ja, das Schränkchen ist relativ. Alles verschoben. Das Bild. Lager mal ein. So, was haben wir sonst noch? Boah, das Dach ist ja auch voll Fetzen kaputt. Kann man da eigentlich komplett das ganze Haus abreißen? Das wäre natürlich schon nicht schlecht. Nee, geht aber nicht. Naja. Naja, wir müssen halt die ganzen Buden erstmal leer kriegen. Aber das Dach ist halt voll undicht. Weiß nicht, ob das noch irgendwas auffällt. Naja, schauen wir mal. So, was haben wir da noch? Da ist alles ganz auch. Den können wir verwerten. Halt. Plastik. Was ist das hier? Mr. Handy-Treibstoff. Das lagern wir mal ein. Dann die verwerten wir. So. Ja, da ist alles kaputt, aber man kann nicht alles kaputt, alles wegmachen, das ist doof. Oh! Richtig kaputtes Bett. Was ist das hier? Ein Teppich, oder? Teppich verschrotten, genau. Die auch. Das Bild verschrotten.
verwerten. Kann man da wirklich nichts wegmachen, oder was? Weil das ist ja doof, wie kann man das dann reparieren? Naja, müssen wir später mal gucken. Geht bestimmt irgendwie. Verwerten, der wird eingemottet. Das tun wir auch erstmal ins. Ah, das kann man gar nicht, das kann man nur verwerten. Schade. Ist wahrscheinlich zu kaputt. Ja. Ja, so. Das ist verwerten. Das tun wir mal einlagern. Lagern den Würfel. Den lagern wir auch. Und den verwerten wir. Oh, was haben wir da? Ja, ist das irgendwas? Nehmen. Halt. Ah, wähle das Attribut, das verbessert werden soll. Ausdauer. Komm. Ach, da, die Beweglichkeit, Glück. Ich glaube, wir nehmen in Wahrnehmung. Cool. Also es gibt Sachen, die einem. Ach, na. Was machen wir denn? Müssen wir die auch noch irgendwo eine Hundehütte basteln, wenn es geht. So, was haben wir da? Nehmen. Oh, da passiert nichts. Okay. Gut. So, da werden wir das hier noch verwerten. Und kriegt das, den Dreck kriege ich hier nicht raus, oder was? Ah, das ist schon doof irgendwie. Naja, mal gucken. So. Und das hier noch verwerten. Verwerten. Dass wir Platz kriegen für die Betten. Weil da würde ich sagen, das geht leider nicht weg. So, und sonst haben wir jetzt hier erstmal nichts. US-Flagge, die lagern wir ein. Können wir vielleicht irgendwann mal hinstellen. So, gut. Dann, ach, da haben wir noch Gummi. Hier verwerten. So kriegen wir nämlich echt auch unsere Sachen zusammen, was wir so brauchen. So. Ja, doof ist, dass man das ganze Gebäude nicht abreißen kann. Die halb kaputten, die können wir. Ich glaube, das hier, das kann man komplett. Ja, das kann man komplett. Ja, müssen wir jetzt überlegen, wie wir das dann hier aufbauen. Aber jetzt müssen wir erstmal Betten aufstellen. So, jetzt haben wir hier wieder einen freien Platz. Den lagern wir ein, den Teppich. Genau, so, jetzt müssen wir erstmal zu dem anderen Hans-Wurst-Busch da. Obwohl, nehmen wir gleich mal das hier noch mit. 30 Gummi, man weiß ja nie, wofür man es braucht. So, okay. Was bist denn du? Rüstungswerkbank. Ah, da kann man Rüstung bauen. Eieiei, okay. Und da ist eine Mauer. Die Betonziegel nehmen wir mal mit. So, jetzt passt auf. Jetzt machen wir Folgendes. Ups. Wo ist jetzt der Heidi hin, der was uns Aufgaben gibt? So. Wo ist denn der jetzt? Ach, da haben wir auch schon eins abgerissen. Ja, das war ja. Ah, da ist er, glaube ich, genau, oder? Ja. Wie? Hey, Sturgis. Bist du bereit für etwas Arbeit? Ja, gib mal was, komm. Was brauchst du? Bei was brauchst du denn Hilfe? Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Okay. Klar, ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Okay, gut.
So, jetzt müssen wir mal schauen. Ein solides Haus, wo nur einigermaßen das Dach okay ist. Müssen wir jetzt gucken, aber das ist, bei den meisten ist es voll kaputt. Hier haben wir jetzt ausgeräumt. Vielleicht sollten wir hier anfangen, die Betten aufzustellen. Hier kriegen wir vielleicht zwei rein. Mal gucken, okay. So. Dann brauchen wir das. Möbel, Betten. So, jetzt ist die Frage, welche Betten nimmern. Sollen sie schön ausschauen? Glaub schon, oder? Jo, komm. Die Leute haben viel durch. So, wie baue ich jetzt mit Ender? Gut, eins. Zwei. Drei. Dann kriegen wir nämlich hier ein kleines Bettenlager rein. Ah, da wird es jetzt schwierig. Dann. Ja, mal schauen, wie weit das mit vorkommt. Da. So. Und da. Gut. Betten stehen. Genau. Dann können wir da jetzt erstmal wieder raus. So. Haben wir jetzt schon mal 5 Betten. Kommt man da ran? Ja, genau. Schlafen und so weiter geht. Gut. So, wo ist er? Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Ja, ja, den finden wir schon. Ich war eine ziemliche Abenteurerin, hey, Sturges, als ich jung war. Jetzt machen die alten Knochen nicht mehr mit. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Okay. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Ein Brunnen. Da müssen wir nicht mehr das Wasser aus dem Fluss trinken. Das Zeug ist ziemlich ungesund. Okay. Dann. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Ah, nee, will ich nicht. Zurück. Nein. Nein, 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 nein. So. Hopp. Hopp. So. Gut, dann bauen wir einen Brunnen. Und zwar schauen wir mal, wo wir den hinbauen. Soll natürlich ein schöner Platz sein. Aber jetzt muss ich erstmal den Brunnen anvisieren oder an rausholen. So, pass auf. So, Möbel. Nein. So, Dekoration, Energie, Schutz, Ressourcen, glaube ich. Ressourcen, sonstiges. Nee. Glocke. Ah, Wasser. Ups. Da, Pumpe. Nee, Wasser aufbereitet brauchen wir nicht. Da, Wasser. Wasserpumpe, genau. So. Würde ich sagen, machen wir da hin. Ah, brauche ich nochmal einen. Gut, dann haben wir jetzt Wasser auch. So, ah, da oben kommt dann Leute 5, Essen 1, Wasser 6, Energie 0, Betten 6, cool, Moral ist 20, cool. So, dann Escape verlassen. So, das ist ja schon mal cool. Jetzt haben wir 2 Brunnen, kann man da jetzt die auch nutzen? Pumpe. Ah ja. Und jetzt haben wir dann Pumpe jetzt. Okay, gut. Mal schauen. Wasser 6, okay. Cool. So, für 6 Leute. Das war's dann für heute schon mal wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Momentan sind wir hier im Aufbau, wird es nicht allzu spannend, obwohl ich gehe jetzt an den Stadt runter, werde mal da Ressourcen sammeln gehen und einfach mal gucken, was wir so noch finden. Aber zuerst müssen wir uns ausleeren, das machen wir jetzt gleich schnell. Transfer, da, so, dann was brauchen wir nicht.
Den kann man rüber tun. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade brauche. Naja, weg, weg, weg. Weg. Fusionszellen lassen wir mal. Weg. Haarklammern peilt mal. Holz zweimal. Gewehr, das behalten wir. Impro-Gewehr. Ne, warte mal. Ach ne, das sind die Teile. Instapüree, Chat. Brauchen wir jetzt mal nicht. Kaugummi, Lederkombi. Lederrüstung, das lassen wir mal. Das habe ich hier an. Das habe ich noch nicht an. Obwohl rechtes Bein. Ne, warte, wo ist es? Na? Lederkombi. Rechtes Bein, genau, das lassen wir nicht mal. Leichte Kleidung brauchen wir nicht. Der Verschluss kann auch weg. Der Pilz auch. Das Malpinsel. Medik, das peilen wir mal. Militäruniform. Ne, die brauchen wir jetzt nicht. Minuteman Outfit, das kann ich ja dann anziehen. Minigun. Standardvisier. Ah, für die Minigun. Da muss ich dann noch mal gucken. Molotow-Cocktail brauchen wir nicht. Müllige-Aussehen brauchen wir nicht. Wir brauchen jede Menge Platz, das brauchen wir nicht. Ordner, den wir da lassen. Das da. Raider. Rote ist, rote Gefahr. Das heißt, so lassen wir mal an. Sackkapuze weg. Schirmlose Taschenlampe, Dingstampe. Schrotpatronen peilt man mal. Schweißerbrille, die brauchen wir jetzt auch nicht. Spielzeugauto brauchen wir nicht. Granate peilt man. Splittermine brauchen wir nicht. Stahl, nehmen wir mal, lassen wir mal da. Das behalten wir, obwohl da kann man mal die Hälfte da lassen. Die brauchen wir nicht. Das. Ah, da ist ein rechtes Bein für mein Tattoo. Aha. Todeskrallenfleisch. Vorkriegsgeld. Zuckerbombe. Das Gewehr Paltner, Minigun, die lassen wir auch da. Obwohl, die brauchen wir nicht. Überfälliges Buch. Brauchen wir auch nicht. So, jetzt sind wir so gut wie fast leer. Das heißt, beim nächsten Mal geht's los, runter in die Stadt und dann schauen wir mal. Hoppala! Nee! Das ist ja ein Nacksch. Alter Schwede! Ups! Na, das ist ja nicht gut. Habe ich wieder meine ganzen Klamotten weggeschmissen. Alter Schwede! Leichte kleine Kleider nehmen wir die. Kriegen wir eh gleich wieder. Minuteman. Ach, die muss ich, die habe ich in der Ding. Die muss ich anziehen. Okay, gut. So, dann hab. So, gut. Dann ziehen wir uns wieder an. Kleidung. So. So, Minuteman Outfit. Gut. Genau. So, jetzt schaue ich natürlich wieder ein bisschen vernünftig aus. Gut. Wie gesagt, beim nächsten Mal geht es runter in die Stadt und dann werden wir da mal ein bisschen rumsuchen. Mal schauen, was wir so noch finden. Bis dann. Tschüss.